So, jetzt habe ich Ton und willkommen zurück zur Weltmeisterschaft, Online-Weltmeisterschaft vom DOSKV. Skat wird gespielt und das ist die 10. Serie, die angeboten wird und meine 4. Serie. Wir schauen mal zusammen in die Ergebnisse rein, habe ich ja bisher nicht gemacht, aber ist ja mal ganz interesting. Und zwar hier. Also auf Platz 1 im Moment Eddie, aber er hat erst eine Liste gespielt, das ist noch nicht so aussagekräftig. Peter Schieß hingegen hat nach 4 Listen einen Schnitt von über 1300. Das ist schon eher eine Ansage. Der hat jetzt echt gute Chancen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Bereits nach 4 Listen, wenn du so einen guten Start hast, da ist die Chance tatsächlich sehr hoch, dass du bis zum Ende durchkommst. Vor 2 Jahren der Weltmeister hatte einen Schnitt von 1218, meine ich. Und Platz 2 hatte dann 1160. Also, damit ihr mal so ungefähr wisst, was so Phase ist. Ansonsten ist natürlich auch super nach 5 Serien 12, hier nach 5 Serien 1160 auch alles sehr gut. Hier Gerhard Riedl auch nach 7, 1120. Das ist alles super. Hier mein Namensvetter, der tatsächlich alle neun angebotenen Listen bisher gespielt und könnte sein, dass er. Ja, da ist er, spielt jetzt auch direkt die 10. Da hat er sozusagen weg. Der hatte zuletzt hier eine Superliste, mit dem werde ich also nicht an einem Tisch sein wieder. Denn ich hatte ja so eine 1100, ne, als letztes. Und er hat jetzt so einen Tausender-Schnitt. Das ist natürlich. Das reicht natürlich nicht, um Weltmeister zu werden, so viel ist schon mal klar, aber es reicht, um in die, ja, Top 25 zu kommen, vielleicht, würde ich schätzen. Vielleicht Top 30. Leider die Payouts, die gibt es noch nicht so genau. Ich weiß nur, dass der erste so um die 3000 Euro kriegt. Die anderen Plätze haben sie jetzt irgendwie noch nicht veröffentlicht. Weiß ich nicht, ob sie es noch machen werden. Hier bin ich jetzt, 947. Da ist natürlich noch Luft nach oben, aber Gott sei Dank auch noch tatsächlich die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Und ja, hier unten gibt es auch ein paar. Bei meinem Kollegen läuft es jetzt noch nicht so gut. Nach 2 Serien, er hatte 2 Stinker-Serien bisher gehabt, aber kann noch alles werden. Dafür läuft es bei Robert ziemlich gut. Der hat nach 3 Listen ja auch einen schönen 1188er Schnitt. Und ja, sonst weiß ich nicht. Wer hat denn noch alles, alle neuen Listen gespielt? Das können wir hier. Gabi Böse. Da ist sie, die ist auch wieder online gerade. Das heißt, die spielt auch die ersten 10 direkt mit. Ja, und die hat aber bisher jetzt nicht so einen guten Stand. Auf die könnte ich oder werde ich jetzt höchstwahrscheinlich sogar treffen. Denn die hat 1126, hat irgendwie 1160. Das scheint ein plausibler Gegner für mich jetzt zu werden. Ja, hier ist jemand mit 8 Listen, auch nicht so gut. Und Miro hatten wir, ja, sonst hat noch keiner alle neuen Listen gespielt. Die spielen dann eher hinten raus. Ja, und der ist ja der Titelverteidiger. Oh, jetzt geht's los. Titelverteidiger, oh, hat bisher auch nicht so viel Gutes. So, nee, gar nicht wahr mit, gar nicht mit Gabi Böse, sondern mit dem Wurzelberger und dem Grauen. Gucken wir mal. Der André Grau hat erst 2 Listen gespielt, 1050er Schnitt, 2 ganz gute Listen. Und der Wurzelberger Armin hat schon 5 Listen gespielt. Oh, und hat einen richtig, der ist richtig stark dabei hier. Guck mal. Den hatte ich ja auch erwähnt. 1233er Schnitt. Warum ich mit dem an einem Tisch sitze? Unerhört. Aber ist okay. Also der scheint richtig stark zu sein. So, Karten sind, glaube ich, auf der normalen Größe. Muss immer mal so ein bisschen gucken und das Spiel passe ich in Mittelhand mal. So, dann schauen wir mal, dass ich hier trotz starker Gegner, zumindest der Armin scheint sehr stark zu sein. Der Wurzelberger links, der Hinterhand, der scheint ziemlich stark zu sein. Der ist noch nicht sehr gut einzuschätzen. So, Herz wird gespielt, 14 sind schon mal da. 28, 42. Das war doch schon mal ein ganz guter Auftakt. Wenn er jetzt irgendwie Karo 10 scharf spielen könnte oder noch einen Pik hat und damit ich meinen Trumpf Ass retten kann, das wäre auch gut, ja. Noch ein Kreuz meine ich natürlich. 42, so 56.
Jetzt kann ich im Prinzip Karo Ass spielen. Das ist relativ schadlos, weil wenn wir noch einen Stich machen, dann sollte es doch eigentlich immer einer sein, wo irgendwie Augen drin sind. Alternative wäre jetzt gewesen, Trumpf zurückzuspielen, aber ja, aber es sieht leider so aus, ob wir keinen Stich mehr machen. Doch, tatsächlich hätte ich Karo Ass noch halten müssen. Eieieiei, dann habe ich den doch verloren. Da hätte ich dann Karo Ass als einzige Schmierung noch halten müssen. Aber dann darf ich auch nicht Trumpf zurückspielen, glaube ich. Dann muss ich irgendwie Karo Lusche spielen. Ja, das war dumm. Da hätte ich jetzt wenigstens, weil ich selber kein Bild habe, habe ich irgendwie falsch gedacht. Okay, so, jetzt reize ich hier zumindest mal den Karo. Ja. Aber höher gehe ich mal nicht. Ja, schade, direkt ärgerlich. Gut angefangen das Spiel und dass er dann hinten raus den Trumpfstich mit dem Buben tatsächlich auf 0 Augen macht, ist natürlich ein bisschen frustrierend. Mit der Variante hatte ich nicht gerechnet. Na gut, abhaken den Fehler und tja, öffne ich mal Karo. Kommt direkt der Schnitt. Natürlich jetzt auch nicht so schön. Trümpfe stehen auch nicht so gut. Gut, da sind wir nicht raus. Um 2 wie gedrückt. 21. Na gut, raus sind wir. Und hier ist ein Nullover-Ansatz fast schon. Aber dass wir den bekommen, scheint mir unwahrscheinlich zu sein. Es sei denn, er reizt ausgerechnet hier ein Karo oder ein Herzspiel. Ich reize den, glaube ich, nur bis 33, falls der Nullover nicht geht. Wobei, das werde ich mal Skat fuchsen, ehrlich gesagt, weil da kann ich mir jetzt noch nicht viel drunter vorstellen, wie viel Prozent der Nullover hier hat. Der müsste eigentlich ganz gut sein. Wobei es nicht in Vorhand ist, das ist natürlich mit der blanken 8 nicht ganz so schön. 85% tatsächlich. 85% reicht mir, um den zu reizen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber scheint so zu sein. Es ist halt die Frage, ob er auf Grand geht. Wahrscheinlich hat er den. Okay, er hat gepasst. Dann drücken wir mal mir die Daumen. Ja, hätte besser sein können natürlich, aber immerhin ist es die blanke 8, wo ich sonst keinen anderen von gedrückt habe. Dann schauen wir mal, ob der geht oder nicht. Der hat jetzt übrigens eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 94%, 94,5% tatsächlich. Und die sind eingetroffen. Sehr schön. So, in Mittelhand ist das Ding zu dünn. Und jetzt haben wir hier einen Grang. Pik 7 blank.
Tja. Ich nehme die 10. Na, war nicht blank die BX7, dann hätte ich doch schneiden müssen in Herz. Ja, wobei er hat sogar ein Herz gedrückt, dann war es doch okay. Also so hier den Vorhand. Passe, passe, dann gehe ich natürlich rein. Kreuz Ass, Kreuz Bube! Nicht der Fall, aber ein starkes Kreuzspiel. Ein Grand kann ich damit jetzt leider nicht spielen. Aber der Kreuz ist sehr schön. Der Kreuz ist sehr schön. Schreibt mal gerade, weil sie fragen, wer an meinem Tisch ist. Wurzelberger am Tisch, schreibe ich. Der hat ja gute. Ich weiß nicht, ob man den kennt, aber der steht auf jeden Fall super bei der WM. So, 14 haben sie. 22, ja, dann habe ich Rest. Dann kommt der Abstich nicht in Pik. Gut. Ja, das ist mir nichts. Da kriegt der Wurzelberger jetzt sein erstes Spiel. Der Wurzler. Wie sie nannten ihn Wurzler. Will er nicht. Kreuz Ass, Herz 9. Okay. Der wurzelt sich zurück. Hält sich zurück, meine ich damit. So, hier natürlich 18 mit dem 6-Trümpfer. Könnt ihr euch eigentlich schon Karo Hand überlegen. Ja, werde ich auch reizen. Kreuz könnte man auch noch reizen, aber sagt er auf 20 weg. Ich könnte den auch mal Skat fuchsen, wie gut hier das Kreuzspiel wird, damit ich nicht den Hand spielen muss. Das interessiert mich auch mal. Wie oft der Kreuz hier gewonnen wird. In Mittelhand. Ja, zu dünn. 53%. Das reicht nicht. Spiele ich mal den Karo Hand. Der ist natürlich nicht super stark. Besonders nicht, wenn Herz Ass rauskommt. Na, so geht's schon wieder. So, da haben wir die ersten 10.29 haben sie jetzt. Wenn ich die Lusche spiele, dann haben sie 34 und machen noch zu viel Augen auf Kreuz. Ich glaube, ich muss hoffen, dass der Bube blank steht jetzt ein Trumpf. Ja, steht er nicht. Dann komme ich in Hinterhand. Ah, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, aber jetzt erst das Herz, das Pik Ass abspielen ist auch Quatsch. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass er mit Kreuz auskommt. 35 haben sie jetzt. Normalerweise reicht es ihnen jetzt mit, wenn sie Kreuz. Oh, er kommt Gott sei Dank mit Kreuz, ey. Da habe ich aber maximal Schwein gehabt, ey. Oh, er hat sogar die 10 blank in Pik. Dann kann er doch die einfach spielen. Dann reicht es doch immer für die. Da hat der Wurzelberger ins Klo gegriffen. Na gut für mich. So, jetzt reizt er, aber an Vorhand, da werde ich auf jeden Fall mal bis 24 gehen. Okay, ehrliche Herzreizung.
Krass, ey, der war doch dann einfach, wenn er schon die blanke 10 hat. Na gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Zack. Oh. Und schon setzen die Kopfschmerzen ein. Soll ich mal so drücken? Ja, ich werde mal so drücken, glaube ich. Es ist eine Glückssache hier. Hier kann jede Drückung falsch oder richtig sein. Habe ich auch auf Hilfe angewiesen, auf jeden Fall bei dem Spiel. Eieiei, 14. Das ist schlecht. 28. Ach du Scheiße, jetzt ist es schon verloren. Jetzt ist es ja schon verloren. 49. Jetzt muss ich irgendwie was. Worauf kann ich denn jetzt noch hoffen? Dass irgendwer noch mal Karo spielt aus Versehen. Das hat er echt die blanke. Achso, ne, Karo hilft ja auch nichts. Der hat ja links die blanke Karo 10 gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, ob überhaupt noch was hilft jetzt hier. Das habe ich, glaube ich, jetzt verloren, das Spiel leider. Na gut, 52. Jetzt habe ich noch eine Mini-Chance. Falls links kein Herz voller ist. Aber ist leider. Und da noch der Überstich, ist klar. Gut. Ja, der war dann. Tja, wie hätte ich den denn jetzt drücken können, um zu gewinnen? Das würde mich mal interessieren. Hätte ich da jetzt Pik König? Ich glaube tatsächlich, wenn ich beide Karos oben gelassen hätte, dann wäre er, glaube ich, gegangen, ne? Das ist interessant. Ja, ich glaube, dann wäre er tatsächlich gegangen. Pik König und Herz Lusche drücken. Macht mir ja ungern, so die Dame zu dritt aufheben, aber dadurch, dass die Karo 10 blank war, wäre er in dem Fall wohl gegangen. So, hier in Hinterhand, den reize ich auf jeden Fall auch, den Kreuz, der sieht ganz gut aus. Na, der Skat ist wieder mal so semi, aber geht eigentlich. Eigentlich schon ganz gut. Kann ich 13 drücken zum Kreuz. Okay, dann sitzt die Karte nicht besonders gut. Dann spiele ich mal den Doppelläufer Karo zuerst, bevor der Abwürfe kommen, glaube ich. 31, 44, dann spiele ich den auch noch. 55. Ja, genau, die Karte steht giftig. So, 55 habe ich. Und rechts war der Karo-Bube. Ich glaube, ich kann hier klein stechen. Dann muss er überstechen. Ja. Wo kriege ich jetzt die Augen aber her? Das ist die Frage. Naja, er muss ja antreten. Ah, ich kann die Bilder halt nicht nachhalten. Ach so, jetzt. Oh, das ist scheiße. Ne, das ist okay. 55, 59 und 63. Oder so. Da waren die Trümpfe, okay. Ah, es war auch egal, irgendwie wäre der wahrscheinlich schon gegangen. Oh, Mittelhand. Naja. Nicht so schön, aber sechs Trümpfe mit drei Buben sind immer ein Argument. Hört mal den 20er reizen.
Zehntes Spiel und der Wurzelberger ist immer noch nicht eingestiegen. Oh, zwei Trümpfe drin ist natürlich stark. Könnte ich sogar die 14er Drückung hier machen und einen Grang überlegen. Zeit für den Skatfuchs. Kann ich tatsächlich nicht beurteilen, wie stark der Grang hier ist. Schauen wir mal. Oh ja, der ist stark, 94%. Dann würde ich wohl auch vermuten mit der Drückung, oder? Ja, wird schon die beste Drückung sein für den Grang. Wie ist nur der genaue Vortrag, frage ich mich gerade. Oh, das ist schon mal schlecht. Das ist gut. Oh, das ist doch nicht gut. 35. Jetzt verliere ich den noch, ey. Krass, ey, bei Passe, Passe. Oh je. Damit habe ich ihn gewonnen, Alter. Alter Schwede. Na, das war noch die Nebenchance, wenn die Karte so extrem sitzt. Dass wenigstens Herz auch noch 1-1 steht. Also wenn die Karte sonst extrem sitzt, dass wenigstens Herz 1-1 steht. Eieieiei. Das war ja schon wieder mal ein Ding, sag ich mal. Ein Ding. Ja, ein Vorhand. Zumindest mal die 20 mir anhören. Da bin ich weg. So, jetzt hat der Armin, Achim, wie auch immer, sein erstes Game. Nee! Wird weiter gegen ihn gereizt. Der Ärmste. Der ärmste Mensch. Da hat er. Pikant, da ist er wieder nicht rangekommen für eine Her. Was hat er denn gereizt? Kreuz hat er gereizt. Ah, ich mach mal meine lange Farbe auf hier. Okay, dann spiele ich jetzt erstmal weiter. Jetzt kann er Kreuz, wenn er Kreuz Ass hat, muss er jetzt Kreuz Ass, glaube ich, spielen. Aber wenn nicht, dann sollte er Karo spielen. Naja. Okay, er hat Kreuz Ass. Okay, dann ist natürlich maximal zu stark. Auch wieder ein Ansatz, ne? 18er Ansatz. Oh, jetzt hält er gegen. Jetzt ist die Frage, ey. Sieht mir so ein bisschen aus, als ob da Null schlummern könnte. Ich heb den noch über den einfachen Herz, ey. Oh, er passt bei 22. Das ist nicht gut. Immerhin liegt noch ein Kreuz. Acht Augen gedrückt. Aber der könnte interessant werden. Da war schon ein bisschen offensive Reizung hier. Mache ich jetzt ja nicht sehr oft. Aber irgendwie gefällt es mir, dass bei dem gar nichts läuft. Jetzt hätte ich irgendwie den Pik-König oben lassen sollen, ne? 29. Ich spiele mal den, weil ich will jetzt erstmal in Hinterhand kommen. Gut. 40. Das ist ja auch gut, ey. Die Trümpfe stehen ja wohl ganz brav anscheinend, oder? Ja, müssen ja. Müssen jetzt eigentlich sogar noch 1-1 stehen, der Rest. Wenn ich es richtig lese, die Karte. Aber sonst wäre doch hier jetzt der König gefallen. Der König. Ah, es können noch König Lusche. Es könnte noch König und Lusche links stehen. Aber auch dann. Ne, ist ganz brav verteilt. Wenn jetzt hier noch die 10 blank sitzt, ah, gut, dann nicht. Hätte ich noch Rest gehabt, aber so ist auch gut.
Zwei Alte. Sonst nicht viel, ey. Das ist, glaube ich, ein Blender, ne? Den lasse ich mal weg. Bin ja hier schon ganz schön am offensiven Reizen. Ich fuchse den nochmal schnell. Aber ich glaube, es ist ein Blender. Oh, jetzt hat Wurzelberger sein erstes Game. Hoffentlich drehen wir es ihm direkt um. Das wäre nice. Ich meine, ist bestimmt geiler Typ und alles, aber ja, ist ein Blender. Karo hat noch die besten Siegchancen mit 53%. Das ist ja nix. Also, das wäre natürlich witzig. Also, wie gesagt, ne? Der ist bestimmt ein ganz toller Typ und was nicht und kann bestimmt doppelt so gut Skat spielen wie ich, aber es läuft halt bei ihm gerade perfekt in der WM und da ist doch einfach mal lustig, wenn mal eine Liste nicht so gut läuft. Also für ihn ist natürlich nicht lustig, aber für mich so Pik 4 Trümpfe dagegen. Könnte auf jeden Fall was gehen, ne? Mal sehen, was jetzt mit Herzlos ist. Wenn er den nämlich weglässt, dann kann ich meinen blanken Kreuz abschmeißen. Ach, schade. Oh. Jetzt nochmal Herz. Jetzt sind die Trümpfe ja schon alle draußen, ey. Kriegt er seine 10 leider nach Hause. Ah, hätte ich es andersrum spielen müssen. Ja, aber die 10 kriegt er so oder so nach Hause. Die 3 Augen kriegt er weniger, aber reicht für ihn trotzdem. Das ist das Problem, das ich antreten muss mit Karo. Konnten wir auch nicht lösen, weil ich immer antreten muss, leider. So. Aber da hat er geschwitzt auf jeden Fall. So viel war zu merken. So viel war zu merken. So, dafür kriegt er jetzt direkt das Anschlussspiel. Und das heißt Karo, wahrscheinlich. Wenn ich nach meiner Karte gehe. Aber krass, ne? Ich habe hier in 14 Spielen 7 Spiele gemacht. Also kann mich nicht beschweren. Null. Oh, vielleicht geht da ja was. Natürlich blanke 8 hier, bestes Ausspiel. Und dann Kreuz abladen. Zack, da haben wir ihn schon am Sack. Badum! So. Ja, die Karte ist wieder so ein schlecht. Das ist wahrscheinlich mal ein Blender, da kennt man es schon schnell, dass 4 Trümpfe und 2 hohle Asse nicht reichen. Ich habe den Namen jetzt immer noch. Wurzelberger merke ich mir, aber wie ist der hier? Golm? Grottenolm? Ne. G. Wie ist der denn? AG. Ach, Grau. André Grau. Spielt Herz. Was war das? Ass Dame. Okay. Den nehme ich raus, da kann ich eh nichts erreichen. Dann hat er nur noch ein Karo. Dann scheint hat mein Partner nicht das Ass. Oh, er hat gar kein Karo mehr. Ja, dann muss ich doch schneiden. Für Schneider Fry. Dann muss ich doch schneiden. So, hiermit bin ich auch nicht. Da kommt der Graue. Ja, wie gesagt, André Grau hat eine 900er und eine 1208er Liste. Also der steht jetzt gut da. Je nachdem, wie die Liste jetzt wird,
Entscheidet sich so ein bisschen seinen Weg, würde ich mal sagen. Karo. 14. Okay. 17. War der Pik blank oder was? 21. Ich spiele lieber mal die 10. Die Lusche scheint mir. Wenn er den jetzt hoch mit dem Buben festhält, genau. Das finde ich gut. Ah, geht er leider rüber. Ja, 25, muss ja irgendwas, 29. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie. Ich muss den ja jetzt einspielen, sonst wirft er sich den Kreuzstich blank. Insofern war meine Zugfolge, glaube ich, schon korrekt. Aber konnte halt. Wenn ich zuerst die Herz 10 spiele, spielt er Herz zurück. Dann kann ich nicht schmieren. Das ist das Problem. So, Mittelhand passt und ich habe eine Entscheidung hier in Vorhand. Ich denke mal, dass ich da mal bis, sagen wir mal, 24 mitgehe. Herzreizung, okay. Liegt noch ein Junge. Junge, Junge. Einfach 20 drücken vielleicht für den Karo. Ach, Karo kann ja gar nicht mehr spielen bei 20. Oh je. Tja, dann Kreuz oder Pik. Das ist relativ gleich. Oder Grang und Buben raus. Aber das scheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein. Ich probiere es mal mit dem Kreuz 14 gedrückt. Keine Ahnung, der ist nicht stark, leider. Fünfunddreißig. Fünfunddreißig. Könnte den auf 47 rausnehmen und muss dann auf 46 rausnehmen und dann brauche ich Karo König noch. Das scheint mir ganz gut zu sein. Die können zwar dann Pik noch hin und her spielen, aber ich meine, dass es jedenfalls eigentlich Ass und 10 wohl noch gehen müssten, oder? Oder irre ich mich da? Dass er jetzt hier noch ein Herz mit hat, das habe ich jetzt ja nicht bedacht. Er überlegt jetzt wahrscheinlich. Ja, gut, für mich. Gut, für mich wäre es jetzt, wenn er irgendeinen Pik schmieren würde. Oh ja, das ist stark. Also das ist, glaube ich, gut für mich. Oder? Muss er eigentlich. Wenn er Karo schmiert, ist er auf jeden Fall schlechter für mich. Ja. Ja, jetzt macht er, glaube ich, nur noch Karo, oder? Ja. Deswegen, wenn er Karo König da reinlegt, dann bin ich erschossen. Da hat er schon wieder einen Fehler gemacht. Bitte mehr Fehler. Ich brauche das. Ich bin doch nicht so gut. Ich brauche die Fehler der anderen. Passe, passe. Spiel 18, Halbzeit, 5:21. Ist okay. Hab auf jeden Fall weniger Spiele verloren, als ich gedacht hätte. Den gerade hätte ich verlieren müssen, davor noch einen hätte ich verlieren müssen und den Nullover hätte ich verlieren können, wenn er anders sitzt. Also sagen wir mal, wir sind hier auf dem guten Ende der Varianz rausgekommen. Und jetzt wird Herz gespielt, den wird er aber gewinnen, so wie es ausschaut. Sieben Trümpfe, so wie es
auch noch aussieht. Ne, 6 Trümpfe, okay. Oh, 6 Trümpfe. Noch ein Herz hat er dabei. Noch ein Kreuz, okay. Dann Schneider. Die Karte ist. Man will 18 sagen, falls ein Bube drin ist. Ja, mache ich auch. 18 für den Buben im Skat. Scheint mir okay. Jetzt, wo die 20 kommen. Da bin ich mal vernünftig. Ne? Da hat er zwar sein Herzspiel, wenn er es hat, aber. Da, ja. Jetzt sieht man natürlich leider hier nicht, was im Skat ist. Aber. Ah, ich bin hier mal vernünftig. Da muss halt echt, glaube ich, ein Bube liegen, sonst ist das Spiel zu angreifbar. Noch selbst nur ein Pik ist nicht genug. Und meistens kriege ich ja ein Herz noch. Also ist ja die höchste Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass ein Herz liegt. Ja, nicht nur eigentlich. Insofern ist es, glaube ich, ganz okay, das nicht zu reizen. Fünf volle sehen natürlich immer verlockendst aus. Oh nein, es gibt schon wieder Neuigkeiten in der Corona-Warn-App. Da habe ich doch wieder irgendeinen Kontakt gehabt. Tatsächlich. Gleich in Quarantäne. Ne. Guck ich mir mal an, wo das war. So, was ist jetzt los? Herz. Die könnte ja vielleicht blank gewesen sein. Spiele ich mal nach. Jawohl. Ne, war nicht blank, aber trotzdem gut. 25. Ja, das ist nicht so gut. 42. Zwei Karos, ein Pik. Hat er echt 7 Trumpf? Das glaubt man eigentlich nicht, ne? Da spiele ich doch mal das Ass. Er hat 7 Trumpf doch. Ah, ich habe ja noch 2 volle. Uff. Okay. Ja. Dann muss ich tatsächlich wechseln auf Pik Ass. Dann reicht's. Oder? Wie viel haben wir gekriegt auf meine Karo Dame? 13, 17 haben wir gekriegt. Und wenn ich Ass spiele, kriegen wir 18. Nö, dann reicht es auch nicht. Kriegen wir nur ein Auge mehr. Dann reicht es ja auch nicht. So, der Wurzelberger jetzt nochmal. Ja, zwei Kreuz gedrückt und blanken. Pik König oben gehalten. Okay, Grang. Ich wechsle mal lieber. Scheint mir irgendwie nicht sehr inhaltsreich mehr zu sein, die Farbe. Warum fällt denn da jetzt der König? Der ist doch hoch, oder nicht? Oder hat er es? Naja, muss nicht sein. Kann auch sein, dass er das Ass noch oben hat. Aber nachdem der nur die 10 genommen hat, hätte ich jetzt immer den König auf jeden Fall mal behalten, oder nicht? Falls er doch Pik Ass gedrückt hat. Naja. Aha. Aha. Na gut, dann jetzt Pik. Siehste, dann hätte ich vielleicht gedrückt. Hat er nämlich vielleicht gedrückt. Ne, hat er nicht gedrückt. Naja, war glaube ich Maximum hier, was wir geholt haben.
So, interessante Karte. Ich will mal sehen, ob die beide reizen. Nee, reizt nur er. Dann würde ich den mal auf jeden Fall mal 22 reizen. Ah, ich krieg ihn direkt. Dann war es hoffentlich nur eine Anreize. Joa. Also weiß ich nicht, aber der Skat ist auf jeden Fall sympathisch. Kann ich in Hinterhand, glaube ich, die 10 gut oben lassen. Zum Peak. Jetzt wird es mir tatsächlich abgestochen. Das ist natürlich nicht so geil. Dann war es doch falsch gedrückt. Ja, gut, jetzt. Machen Sie noch den Bubenstich. Gut. Alles easy. Ist auch lustig, dass ich mal einen Punkt hinter ihm da bin, ey. Ja, das ist ja wohl eine Nullerwehrreizung, ne? Wie viele Karten kann ich hier finden? Jeweils drei in den roten Farben sind sechs. Und drei in Kreuz sind neun. Und die Pik 7. 10 Karten. 10 Karten reicht doch auf jeden Fall immer für Nullerwehr, oder? Das will ich nochmal Skat foxen. Mir ist immer so, als ob 10 Karten irgendwie so ein Schwellenwert für, keine Ahnung, 80% oder so sind. Wo ich sagen würde, ja, ein 80% Spiel reizt sich auf alle Fälle. Ja, sogar 89%. Also wenn man was findet, dann ist der Nullerwert nur unverlierbar. Kann man sich eigentlich so merken, und wenn nicht, dann verliert man ihn meist. Aber ist alles Makulatur, weil ich das Spiel nicht bekomme. Gegen einen Granghand schon erst recht nicht. Stimmt, Granghand hatte ich heute noch gar nicht, ne? Wann kommt denn der eigentlich mal bei mir vorbeigewunken? Kann man machen. 7 zu 0 Spieler. Das ist nix. Ich habe auch das gleiche Spielverhältnis, ne, wie er. Also er hat 7-0, ich habe 8-1, die gleiche Differenz, aber ich habe deutlich weniger Punkte. Grang. Ach, kein Bube da rechts, schade. Die Viererlänge getroffen, da hat er 4 Kreuz, 3 Buben. Und dann hat er noch 3 unbekannte Karten. 4 Kreuz und 3 Buben. Puh, welche 3 reicht es dann? Wahrscheinlich reicht es dann auf keinen Fall, ne? Er ist schon Pik abwirft. Das ist die erste Unbekannte auf 11. Das war sie nicht. Vielleicht entweder 3 Herz oder 2 Herz und ein Pik. Oder ein Herz und 2 Pik. Ja, 2 Pik ist jetzt schon unwahrscheinlich. Jetzt wird er schon den zweiten Pik da rechts abgeworfen. Hat er wahrscheinlich nur ein Pik und noch ein Herz. Er wird ja wohl kaum jetzt 10 und Lusche in Pik oben gelassen haben. Das ist ja quasi ausgeschlossen. Ja. Jetzt hat er noch die Pik Lusche und Kreuzstich mache ich noch. Also habe ich Rest. Ja, genau. Noch ein Stich mehr, weil er keine Jungs mehr hat. Aber es reicht nicht. Da reize ich auch nicht mit. Das ist mir zu dünn. Zu dünnes Material.
Nanu, hat der Wurzelberger eine Decision oder was? Tough Decision. Aber es wird der Gang. Und jetzt, wo die Jungs verteilt sind, ist der wohl auch in den Geschichtsbüchern. Ja, wie viel Kreuz hat er denn da noch? Hat er ja 6 Kreuz und 2 Buben. Ei, das hat er sich nicht so gedacht. Da hat er uns den Schneider geschenkt. Tut mir sehr leid. Ich glaube, über Pik wäre der Schneider nicht gegangen. Naja, was heißt geschenkt? Wenn er da nicht abwirft, kommen wir auch raus. Oder? Nee, können wir gar nicht. Hat er uns doch den Schneider geschenkt. Ich habe ja dann hinten raus. Ich habe ja selber kein volles mehr. Genau, hat er uns doch geschenkt. Aber jetzt ist er fast schon an mir dran, der Wurzelberger, ne? Also ihr seht schon, hat zwar einen langsamen Start gehabt, aber danach, jetzt sind wir bei 2/3, hat er kontinuierlich Gas gegeben. Und bei mir ist jetzt erstmal Material Armut. Mein Name ist Armut. Überlegt auch mal ganz schön lange. Wahrscheinlich guckt er auch in Skatfuchs. Weiß ich nicht. Karim. Tja, die muss blank sein eigentlich. Ist die Frage, ob er 2 Herz genau gedrückt hat, anscheinend leider. Ja. So sieht's wohl aus. Ich spiele den Blanken, um meine 10 noch zu versuchen zu verstechen. Gelingt mir nicht. 6. Oh, dieser Abwurf im Kreuz ist schon wieder merkwürdig. Ist 3 Pik noch dabei, sagt er. Wahrscheinlich. Aber gewinnen können wir, glaube ich, nicht mehr. Ah, ne, er hat noch ein Kreuz dabei. Kann er maximal noch einen Peak haben. Ja. Reicht, glaube ich, nicht, oder? Hätte es gereicht, wenn ich Peak zurückspiele? Und dann kann ich auf Kreuz noch meinen volles Schmieren. Ich habe ja nur Herz 10. Hätte ich im ersten mit Herz 10 drauf gehen müssen, dann wäre es vielleicht gegangen, ne? Weil wir jetzt 49 hatten. Achso, ne, ich habe ja ein Bild gespielt. Ne, ach, dann reicht's auch nicht. Ne, ne. Geht alles nicht. So, jetzt zieht er sogar an mir vorbei. Eine ungeheure Frechheit. Aber ich krieg leider natürlich auch gerade echt wenig. Wir sind bei Spiel 26. Oh, Jörg hat gerade sein Ergebnis durchgeschickt. Und es sah wieder scheiße aus. Aber Jörg
Hat es nicht sollen sein. Davor lief es gut, aber im Finale kommt der Rücklauf. So, Grang. Da legen wir mal los mit dem Ass. Da sind wir schon bei 31. Okay, zwei Buben bei meinem Mann wahrscheinlich. Zweimal Kreuz abgeworfen. Dann müsste der Alleinspieler jetzt sicherheitshalber zuerst Kreuz Ass ziehen, sonst fliegt natürlich meine Kreuz Dame in den Bubenstich rein. Ja, macht er auch. Aber hat noch ein Kreuz mit sogar. Okay. 45. Ja. Okay, dann hat er doch nur einen Buben gehabt. Oh, bitter. Bitter, dann enden wir auf 59. Wo war denn da jetzt der Gewinnweg gewesen? Ich glaube, wir hatten einfach die falschen Vollen. Naja, ich darf, wenn ich Karo nicht Ass 10 spiele, sondern versuche, den König zu erschnippeln, dann geht's. Muss ich das machen nach dem ersten Stich? Möglich. Möglich ist es, ja. So, er hat 18 gesagt, passt. Die Karte ist echt nicht gut. Passe ich auch. Ja, ich muss nach dem ersten Stich Karo Ass, Lusche, Lusche, muss ich dann erstmal von Karo weggehen, anscheinend. Aber ich habe auch nicht so viele Optionen, ne? Er schmiert dort. Er hat er ja noch nicht geschmiert. Ja, schwer. Sehr schwer für mich, zu dem frühen Zeitpunkt darauf zu spekulieren. Am Ende hat der Karo König gedrückt und bringt auch alles nix. Oh je, sieben Trümpfe anscheinend. Uiuiui. Njam, njam, njam. Hä? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Es sind acht Trümpfe, oder nicht? Hat der Trumpf ausgespielt, oder was? Ah, doch genau, zwei Pik oben. Yeah. Ist okay. Kommen wir raus, wenn ich schneide, glaube ich. Nee, auch nicht. Hat er noch einen Pik mit hinten? Ja, leider. Ist wieder mal Geduld angesagt. Ziemlich lange, leider schon seit wie viel 10 Spielen oder so. Ich glaube, ich habe vor der Halbzeit mein letztes Spiel gemacht, tatsächlich. Achtzehn hat der Wurzelberger noch gereizt und dann gepasst. Trotzdem einfach mal ein Gang. Mit dreien auch noch. Das ist eine Granate. So ein Ding mal für mich. Das fehlt noch in der Liste, ne? Am Anfang war ein guter Lauf mit Spielen, aber Krang Hand oder so, ein dicker Krang war, glaube ich, noch nicht dabei. Oder habe ich den schon vergessen? Und, nö, das größte Spiel war 98, glaube ich. Aber das ist er jedenfalls auch nicht. Da darf der Graue wieder ran. Oh, jetzt knackt der Graue die 1000. Oh, schön für ihn. Geht vielleicht was, ne? Vielleicht geht da was. Vielleicht auch nicht. Natürlich eine extrem doofe Situation jetzt hier.
Wechsel deswegen mal auf Karo. Zehn ist ja merkwürdig. Der muss abgestochen werden, sonst geht hier eh nix. Das war schlecht. Das war schlecht. Da muss er erstmal Trumpf, glaube ich, ziehen, damit ich die Augen sichern kann. Na gut, wenn er die Kreuz 10 immer bekommt, dann können wir es auch nicht lösen. So, jetzt kann ich nochmal schnell gucken. 72, 74. Ja, das teuerste Spiel war 98. Ja, da. Damit wird man natürlich nix. Das ist klar. Wie Karo. Was war mit Karo? Warum ich Karo ausgespielt habe? Keine Ahnung. Fand das jetzt gar nicht. Also nochmal Herz wäre auf jeden Fall schlechter gewesen. So. 18 und dann gepasst. Nehme ich hier den Nullansatz mit, ist die Frage. Oh, was Skatfuchs nie, was der Null. Was der Null hier. Was der Null hier von sich hält. Pik ist natürlich schon extrem schwach. 72%. Das ist ein bisschen dünn. Ich sag mal, ab 80% sollte man wahrscheinlich auf die Distanz den 0 reizen. 72 scheint mir dann nicht sehr sinnvoll zu sein. Auch wenn es weh tut, dass ich hier gar nichts bekomme. Ist ja wirklich nur Pik 8 und Pik 9, dass es auf einmal Null-O-Wehr wird. Ansonsten muss ich hier immer irgendwie hoffen. Na gut, nehmen wir mal den raus. Geht eh nur, wenn wir noch einen Stich machen. Der Schneiderfreiheit. Das geht dann nur auf Pik. Juhet. Oh ja, jetzt darf ich vielleicht nach einer halben Ewigkeit mal wieder was sagen in Spiel 31. Aber wird mir leider nicht übergeben für 18. Da muss ich hier schon Karo Hand reizen. Auch dafür komme ich nicht ran. Dann würde ich jetzt hier Karo Hand mit stillem Schneider reizen. Doch dafür komme ich nicht ran. Eieieiei. Das ist natürlich dramatisch. Ja, aber ein Grang ist es nicht. Und Schneider ansagen, da ist dann die Karte zu weit offen und kann ausgenutzt bzw. ausgeleuchtet gelesen werden. Natürlich den Eindruck, dass der hier oft irgendwie ein Schneider wird, aber Garantie ist es auch nicht. Gut, er spielt den Grang. Naja, klar, ein Vorhand. Hat er leicht sagen oder reden. Was kam da rein? Ging so schnell. Kreuz 7. Okay. Dann stechen wir direkt mal den. Oh, krass. Und dann sollte ich jetzt wohl nicht direkt
Okay, nachspielen. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn er da, ja, da muss er immer mit der 10 raufgehen, ey, das ist natürlich dünn. Das ist natürlich dünn. Er hat 10 Lusche und steigt mit der Lusche. Kann ich nur mit meinem Head shaken. Und jetzt reicht's wahrscheinlich dem Alleinspieler durch den Herzabwurf. Oh Gott, jetzt schenke ich ihm auch noch. Er hat gar kein Kreuz mehr. Ja gut, dann geht das nicht zu lösen, aber von der Sache her muss er natürlich trotzdem steigen. Passe, passe, wir sind Spiel 32. Ja, vielleicht haben wir jetzt mal zum Gragen, ne? Noch ein Ass. Reicht das für den Gragen? 13 drücken, Bube raus. Bubenstich sind im schlechtesten Fall 4 Augen. Sind 17. 53. Irgendwie einen vollen stechen, ne? Oder erobern. Na, ich probiere es mal. Naja, das Herzspiel ist auch stark auf der anderen Seite. Aber irgendwie zieht es mich jetzt gerade zum Gragen. Ich weiß auch nicht. Mich zieht es irgendwie gerade zum Gragen. Manchmal hat man so einen Zug zum Gragen. Gut, die Jungs sind verteilt. Das ist gut. Müsste da doch eigentlich fertig sein. Ich habe doch jetzt Dame gedrückt, ne? Dann kann ich die jetzt hier jetzt drunter bleiben und dann habe ich Rest. Gut. Naja, kleines Erholungsspiel nach irgendwie, wie viele Spieler jetzt gesessen? 20. Tja, da kommt direkt die Passe. Aber es ist unvernünftig, damit höher zu reizen, glaube ich. Das ist ein bisschen unvernünftig. Dann lieber den Loss einer 700er Liste nehmen, als jetzt nochmal ein paar Spiele hinten raus einzubrechen. Das wäre auf jeden Fall die schlechtere Wahl. Und der kriegt ja anscheinend hier auch die dicken Grangs. Das ist schon wieder mit 4 Buben wahrscheinlich. Ja, hier probieren wir es mal. Nope. Avec quatre. Die machen natürlich Spaß. Kreuz. War ein paar wenig Spiele hier zum Umbiegen, ne, in der Liste. Ein bisschen langweilig die Liste, muss ich sagen, insgesamt. Alle sehr sichere Spiele, bis auf meine, die waren manchmal knapp. So, zwei Spiele noch, ne? Kommt noch mal. Was sieht nicht so aus? Passe, passe. Naja, dann brauche ich ja eigentlich schon Bube Ass hier. Ja, liegt auch drin. Aber es ist unvernünftig, da 18 zu sagen. Eieiei. Letztes Spiel. Auch keine Schönheit, ne? Soll ich das anreizen auf 18? Was sagt der Fuchs?
What says the Fuchs? Wahrscheinlich sagt er, geh weg, du Idiot, das Spiel reizt man nicht. Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Ja, der Herz hat 55%. Ah, ich pass. Ich pass das. Das war ein bisschen ernüchternd, die Liste. Ging gut los. Aller Ehren wert, aber irgendwie ab Spiel 18 war da nichts mehr. Da war dann auf einmal nichts mehr zu holen. Na, mal sehen. Vielleicht nochmal 40 Augen im letzten Spiel. Karo habe ich ja immerhin keinen. Zeige ich gleich mal mein blanken Kreuz an. Ach, mit 3, ne? Mit 4 gar. Da hat er sogar 7 Trümpfe. Ist theoretisch noch zu gewinnen, glaube ich. Wenn er jetzt 3 Herz dabei hat. Glaube ich, muss jetzt darauf bauen, dass er. Naja, was heißt denn diese Karo Dame? Naja, ich glaube, zu gewinnen ist er nur, wenn er wirklich 3 Herz dabei hat. Aber so schenke ich ihm womöglich jetzt den Schneider. Ja. Kommt noch ein Karo? Hä? Okay. Ja, habe ich ihm jetzt den Schwarz geschenkt sogar. Nee, Schwarz nicht, den Schneider. Ja, es war jetzt. Entweder, ich glaube, gewinnen können wir nur, wenn er jetzt 3 Herz dabei hat. So, den brauche ich jetzt nicht mehr beglückwünschen, der ist schon weg. Spielanalyse, ne. Irgendwie konnte man doch die Liste hier größer machen, oder? Nein, geht hier nicht. Aber nochmal gucken. Also ich hatte ja echt einen guten Anfang hier, muss man sagen. Viele Spiele, leider eins verloren. Und dann Spiel 12, da Spiel 17. Und dann, ach doch, 21 hatte ich auch noch. Okay, na gut, das habe ich schon vergessen. Und dann von 21 bis 32 nichts mehr. Ja. Naja, 691 ist halt dünn, ja. Der Wurzelberger hat echt eine gute Liste noch gespielt, nachdem es bei ihm so mega langsam losging. Aber das Gleiche kann leider ich von mir nicht behaupten. Da kam einfach nicht mehr viel. Ein Spiel, also gut, ne, aber wir wollen mal sozusagen das Positive daran sehen. Ich hätte eigentlich noch 2 Spiele mehr verlieren müssen. Da hat jeweils Armin dann einen Fehler eingebaut. Insofern hätte die Liste auch leicht auf 300 Punkten enden können. Insofern nehme ich jetzt mal die 700 mit. Habe jetzt natürlich echt nur so einen Schnitt von um die 900, glaube ich. Aber ja, können immer noch 6 gute Listen kommen, ne? Insofern. Schauen wir mal und sehen uns bei Serie Nummer 5. Bis dann.